neben Helmut Schön. Ich bin ihm damals ja mit einem ungeheuren Respekt begegnet. Ich war der junge Dachs, er war der erfolgreiche Bundestrainer. Da gab es auch ein Telefonat, wo Schön geredet hat, und ich habe am Telefon immer gesagt, ja, ist klar, ist klar, ist klar. Auf einmal war Pause am Telefon, sagte, ja, wenn das alles klar ist, warum rufen Sie mich denn überhaupt an? Also das war so einer meiner ersten Erlebnisse. Niersbachs Berufsanfänge fallen in die Zeit nach Schöns WM-Triumph. Es gilt jetzt, andere, neue Spieler zu integrieren. Einige Stützen seines Teams treten zurück. Der Kreis der Eingeschworenen wird kleiner. Die Sorgen größer. Und dennoch, Schön schafft es 1976 wieder in ein Finale bei der Europameisterschaft in Belgrad. Doch jetzt zählen die Kritiker nur noch die vergebenen Chancen, wie nach dem entscheidenden Elfmeter von Uli Hoeneß. Statt des Vize-Europameisters steht jetzt der Verlierer in den Schlagzeilen. Der damalige Fußballchef des Sportinformationsdienstes, Wolfgang Thiel, hat einen Kommentar unter der Überschrift geschrieben, der müde Krieger von Belgrad. Mit dem Nachteil, dass dieser Kommentar Helmut Schön sehr, sehr an die Nieren gegangen ist. Also das hat ein halbes Jahr gedauert, ehe die beiden überhaupt wieder miteinander sprechen konnten. Die WM-Titelverteidigung wird zum Albtraum. Die Fußballweltmeisterschaft 1978 ist alles andere als eine fröhlich verspielte Veranstaltung. In Argentinien herrscht eine Militärdiktatur. Soldaten und Repressalien bestimmen das Straßenbild und auch die Stadien. Ein Umfeld, das unbeschwerten Fußball im Sinne Schöns unmöglich macht. Im Turnier war er nicht mehr der Bundestrainer, wie er noch 74 war, aber wie er 70 war. Es war für ihn klar, nach dieser WM ist Schluss. Dazu kam noch das Politische, dass in Deutschland eine Stimmungsmache war gegen Argentinien und auch deshalb auch gegen unsere Mannschaft. Und wir müssen ja da antreten, wo die FIFA das bestimmt. Wir haben überhaupt keine Schuld gehabt. Der DFB kann ja nicht sagen als Weltmeister, wir treten da nicht an. Auch das Nationalmannschaftsquartier trägt nicht zum Stimmungswechsel bei. Eine Männergesellschaft von Spielern und Journalisten, wochenlang einkaserniert und abgeschirmt in den Weiten der argentinischen Pampa. Die immer gleichen Themen, die immer gleichen Gesichter. Ermüdend. Ein Film hieß Der Clou. Der ist ungefähr 25 Mal gelaufen. Daraufhin hat Bernhard Dietz aus Duisburg gesagt, diesem Film müsste man die silberne Ehrennadel des DFB verleihen, weil die gab es für 25 Länderspiele. Der wahre Clou der WM 78 aber ist keine Filmkomödie, sondern harte Realität und trifft den deutschen Fußball bis ins Mark. Der damalige Fußballzwerg Österreich schmeißt den Titelverteidiger Deutschland mit einem 3:2-Sieg aus dem Turnier. Mit Recht gehören wir nicht mehr zu den besten Mannschaften der Welt. Und es ist nur schade, dass wir heute so uns einen schlechten Abgang verschafft haben. Wir haben enorm an Prestige verloren. Am Ende von 14 Jahren Bundestrainerkarriere Schöns steht nun die Schmach von Córdoba. Alle hätten ihm da einen besseren Abschied gewünscht. Ich hätte mir natürlich einen anderen Abschluss meiner Tätigkeit gewünscht als eine Niederlage, aber das ist nun mal im Sport so, damit muss man rechnen. Und deswegen geht auch die Welt nicht unter. Der deutsche Boulevard sieht das anders. Bei der Rückkehr erwarten Schön nicht mehr die Massen, sondern unter Polizeischutz nur der engste Familienkreis. Beim Spießrutenlauf durch die deutsche Medienlandschaft bleibt er ganz allein. Es ist nun mal so, dass der verantwortliche Mann auch wirklich die Verantwortung trägt. Und ich will jetzt auf niemanden eine Schuld abschieben, weder auf die Spieler noch auf sonst jemanden, sondern ich habe die Verantwortung für die Mannschaft gehabt und dann soll man mich ruhig zum Buhmann machen.
Erst ein eigens komponierter Song von Udo Jürgens, für den Musikliebhaber Schön, rehabilitiert den Welt- und Europameister. Die Mütze ins Gesicht gedrückt, die Miene unbewegt, würdevoll und doch gebückt, scheinbar ruhig und doch erregt. Ich bin nicht so schnell ans Wasser gebaut, aber da kamen schon ein bisschen die Tränen. So hat man dich am Spielfeldrand wohl 100 Mal gesehen. Jetzt siehst du einen anderen an deiner Stelle stehen. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus. Übrigens ein tolles Lied. Die lange Zeit des Langen, sie ist aus. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus. Das Lied